Kratos' Weg lag jetzt frei, doch die Erinnerungen waren noch da, so vertraut und beständig wie die an seine Hände geketteten Klingen. Bilder dessen, was er im Namen Ares getan hatte. Bilder, wie er Diener des Kriegsgottes geworden war. Und hier, seiner Menschlichkeit beraubt, nur mit dem Verlangen zu töten. Niemand war sicher. Ganze Armeen fielen ihm zum Opfer. Und den Soldaten, die ihm auf seinem endlosen Eroberungsfeldzug folgten. Alles im Namen seines Herrn. Wer den geringsten Widerstand zeigte, fand ein rasches Ende. Sie haben einen Tempel zur Anbetung der Athena erbaut! Das ganze Dorf ist eine Beleidigung für Ares! Brennt das Dorf nieder! Lasst nichts übrig! Vom Kriegsgott angespornt, wütete Kratos' Armee ruchlos und war überall wegen ihrer Brutalität gefürchtet. Es zählten nur Eroberungen im Namen Kratos, ihres großen Anführers, der fast unbezwingbar geworden war. Er war furchtlos. Doch dieser Tempel strahlte etwas aus. Etwas Verbotenes. All seine Instinkte warnten ihn davor, die Schwelle zu überschreiten, den Tempel zu betreten. Hüte dich, Kratos! Der Tempel birgt größere Gefahren, als du ahnst. Doch die Warnung des Orakels im Dorf nützte nichts. Sein Ehrgeiz war ungebrochen. Wer ihm entgegentrat, würde sterben. In diesem Moment verwandelte sich sein Hochmut in Entsetzen. Das Bild seiner beiden letzten Opfer würde ihn ein Leben lang verfolgen. Nach dieser Tat konnte Kratos seinem Herrn nicht länger dienen. Nun hatte er nur noch ein Ziel: Ares Tod. Er würde ihn töten, den Gott des Krieges. Ares, für deine Tat in jener Nacht wirst du sterben.